So, Freunde, willkommen zum dritten Tag des blutigen Kampfturniers. Heilung, Wiederauferstehung haben keinen Effekt. 5 Sterne, grün ist gesperrt. Und ich hoffe, ich mache jetzt nicht viele Fehler, weil, ja, ich war bis 4:45 wach. So, mal gucken, was passiert hier. Oh. Respekt. 2, 4, 6. 7 Siege in Folge. Respekt. Ganz knapp unter A. Läuft, ja? Komm, jetzt hauen wir hier offensiv auch noch einen raus. Oh, guck ihn dir an, Mr. Dark Lord. Das ist der kleine Lord. Grün können wir nicht nehmen. Müssen jemanden mitnehmen, der Boni entfernt. Cage und Seeshard sind dafür die wir brauchen. Wir haben Odin, deswegen nehmen wir 3 gelbe mit. Ja, wir haben keine Minions, ja doch. Seeshard, aber gut, da müssen wir ein bisschen auf Scully aufpassen. Haut das, glaube ich, hin. Aha, ein grünes Board, super. Nehmen wir das mal so. Dann haben wir unsere 6 Steine, die wir brauchen für Cage. Jetzt können wir das Verspotten wegmachen. Okay. Gelb. Gelb. Wenn ich das so spiele, geht das zusammen. Okay, perfekt. Dann haben wir hier nochmal gelb. Oh, was ist denn mit den Grünen los? Jetzt mal ganz ehrlich. Machen wir das. So. Ich will gar nicht so viel Grüne haben. Passt mir eigentlich gar nicht. So, jetzt kommt Odin gleich. Ich will ihn noch nicht zerstören. Also Campus noch nicht kaputt machen. Jetzt ist das Problem, Odin macht nicht viel Schaden, aber er haut halt ordentlich rein, ne? Gucken wir mal, dass wir hier auf Tür gehen. Eieiei, ich glaube, das verlieren wir. Das war einfach zu viel Gelb am Anfang. Mit den ganzen Gelben konnte man nichts anfangen. Mit den ganzen Grünen, ja. Zu viel Grün, da ging nichts. Das hat mir das irgendwie alles zerbaut. Naja. Das hat zu lange gedauert, bis wir da irgendwas bei Krampus hingekriegt haben. Habe ich schon gesehen. Wieder Krampus. Ja, das Team ist ja nicht verkehrt, ja. Deswegen ziehen wir das jetzt einfach mal weiter durch. Gucken wir mal, wie wir das hier mit denen hinkriegen. Also 4 Steine. Jetzt ist es auf einmal zu viel Blau. Ich weiß nicht, was das soll hier. So, dann mal auf. Drauf, ja, verspotten. So, reicht das eine lila Steinchen? Ich befürchte nicht. Ja, haben wir gedacht. Super. Gut, dann müssen wir die nehmen. Odin ist noch nicht geladen. Keine Combo bitte, danke. Grabmacher kann ich da jetzt eigentlich nicht gebrauchen mit seinem Brennen.
Wobei es halt schon wieder eigentlich gelaufen ist, wenn man es ganz genau nimmt. Bei Minimal haben wir noch eine Chance. So, mal gucken, was passiert da. Noch ein weiterer Minion, super. Super, super, super. Ja, das Ding ist halt einfach, ich hätte gerne die Seite hier so ein bisschen geschwächt, damit ich Punkte kriege. So, das fällt aber jetzt eigentlich hier weg, weil kannst du nicht mehr schwächen. Also nicht, weil ich nichts drunter habe. Ich habe hier die lilanen, aber die sind halt unter Bera und das bringt mir jetzt auch nicht so viel. Ah, Freunde, ist das etwa wieder dieser Scheißtag, dem man sich alles versaut? Kann der das sein? Ja. Läuft. Macht Spaß. Macht Spaß. Ein wunderschönes Spiel ist das. Das ist so wunderschön. Warum kriege ich denn eigentlich nur so Kackgegner? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich kriege nur solche Scheißgegner. Aber das Traurige ist, ich habe ja das richtige Team dafür. Weißt du, ich nehme hier drei gelbe für Lila, ich nehme gelbe für Odin, ich nehme zwei, die Boni entfernen. Und ich krieg einfach verdammt grüne und blaue. Weißt du? Grüne und blaue Steine, die keine Sau braucht. Auf, jetzt trigger sie nicht. Wir hauen sie jetzt erstmal weg hier. So. Das ist eigentlich der ganze Spaß. Weißt du, ich brauche nur ein paar Steine und dann guck es dir an. Jetzt ist das wieder so richtig, weiß ich nicht. Jetzt muss ich wieder gar nichts machen. Aber vorher kriegst halt auch nichts gebacken. Super. Super Spiel. Ganz klasse. Großes Kino. Weißt du, erst gibt er mir gar nichts, jetzt gibt er mir alles, was er hat und die nächsten Boards, die sind wieder scheiße und ich verkacke wieder alles. Ich verstehe das nicht. Weißt du, mal ganz ehrlich, sowas ist scheiße. Wirklich. Ich kann es immer nur wieder sagen, sowas ist richtig kacke. I am Venom. Ja, sehr schön. Ja, da wir Grün wieder nicht nehmen können und es sind zwei Lilane, bietet sich wieder Gelb an. Ja. Bei den beiden weiß ich halt nicht, was ich da anders machen soll. Also, ich weiß nicht, was ich bei dem Team anders machen soll. Hier ist ja auch ein Gelber. Die sind beide relativ schnell, Minion geschützt. Könnte noch selber jetzt wieder Freya reinpacken. Macht aber wenig Sinn, weil es sind halt zwei Lilane da, gegen die wir kämpfen. Jetzt haben wir hier. So, da ist jetzt Lila. So, jetzt sind meine Lila dann fertig. Sie kriege ich ja nicht weg mit Cage. Die beiden können ausweichen, das heißt, sie gehen einfach mal auf den Hasen und ghosten hier. Und Ghosten hat was gebracht. Sie löst jetzt da zwar gleich aus, aber nicht ganz so schlimm. So, wir können theoretisch jetzt nochmal auf den Hasen gehen. Wir hoffen, dass hier was Lilanes kommt hier unten. Ja, siehst du, jetzt können wir auch direkt ghosten. Dann haben wir Cage wieder voll. Okay, jetzt nehmen wir. Jetzt gucken wir mal. Also mit Seeschat werde ich hier einen weghauen. Nämlich den Hasen, weil die gelben werden
Larissa weghauen. Deswegen machen wir das jetzt mal so. Testen wir mal, ob er ausweicht. Hier tut er nicht. Sehr gut. Natürlich geht er auf den Hasen. Warum auch nicht? So. Das war jetzt wieder die Kunst. Also, ich verstehe es nicht. Wirklich nicht. Oh, wahre Helden. Ahne. Ich habe kein gutes Händchen gegen Krampus, kann ich dir jetzt schon sagen. Gegen Krampus kriege ich immer die Farbe, die ich nicht brauche, bis ich fast tot bin. Also wir hatten schon ganz viel Grün und ganz viel Blau gegen Krampus. Jetzt versuchen wir es nochmal mit dem Team. Und dann gucken wir mal, ob wir jetzt ganz viel Rot kriegen. Pass auf. Müsste ganz viel Rot sein eigentlich. Ja. Rot, gelbe kommt hoch, gelbes Match, lila, gelb ist da, der gelbe ist da, ist total dumm. Die, werde ich im nächsten Zug lila machen. Oder wir machen gelben und gucken, was passiert. Das wird aber wahrscheinlich nicht viel passieren. Können die roten spielen, das ist dann in Grabmacher rein. Auch nicht so super. Ich glaube, ich arbeite an den lilanen, an den 6. Ich mache das doch mal hier zuerst. Der war anscheinend nicht schlecht, die Wahl. Das erste Mal. So. Ach, der Kobold löst schon aus, ey. So, hauen wir ihn erstmal weg. Dann gucken wir mal, ob hier was kommt. Wunderbar. So und so. Ja, Odin war jetzt nicht so geplant, ne? Sagen wir dem Hasen mal eben Hallo. So, jetzt mal eben überlegen. Der Hase löst gleich aus. Wie viel Leben hat er noch? 57. Ich habe nichts unter dem Hasen. Oder zumindest nur noch einen Lebenspunkt, falls er wiederbelebt. Okay. So, dann ghosten wir. Hasen drauf. Donatel. Okay. Ja, Arne. Tut mir leid. Ja, aber ich darf nicht ausscheiden. Warst zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja. Na, also das war... Trotz 30er Truppen, das ist alles schön und gut. Aber wenn du halt ein Board kriegst, was für eine andere Farbe bestimmt ist, genau wie hier auch, dann machst du da halt nichts. Ich bin zu müde, um mich aufzuregen.
Goblin-Kiste. Oh je. Yeah. Das brauche ich auch nicht. Was haben wir hier? Okay, sollten wir mal in Angriff nehmen, würde ich sagen. Monsterkiste wartet. Gut. Monsterkiste wartet. Ich bin beschäftigt. Krieg hat angefangen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen mit dem vierten, ne? Vierte, ja. Morgen mit dem vierten Tag. Macht's gut. Ciao.